Meditation soll ja eine ganze Menge positiver Effekte auf uns haben und besonders in diesem Jahr kann ich ein bisschen mehr innere Ruhe sehr gut gebrauchen. Ich habe auch ab und zu schon regelmäßig meditiert, aber meistens nur recht kurz. In diesem Selbstexperiment finde ich jetzt aber heraus, was passiert, wenn man eine Stunde am Tag meditiert. Dafür werde ich jetzt die nächsten 7 Tage jeden Tag eine ganze Stunde meditieren und teile dann mit dir, wie schwer es für mich ist, wie es sich auf meine mentale Gesundheit auswirkt und ob ich dadurch dann am Ende auch meine innere Mitte finde. Ich bin Vince und auf meinem Kanal Plopp mache ich interessante Selbstexperimente, versuche nachhaltiger, produktiver und glücklicher zu leben als bisher und einfach heute besser als gestern zu machen. Wenn du Lust hast, Tipps und Inspirationen für dein eigenes Leben mitzunehmen, lade ich dich ein, den Kanal jetzt zu abonnieren. Es ist Tag 1 des Selbstexperiments und ich starte gleich mit meiner ersten Meditation. Es ist schon sehr lange her, dass ich überhaupt meditiert habe, geschweige denn eine ganze Stunde. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie einfach oder schwer mir das fallen wird. Meine Strategie ist jetzt, dass ich erstmal eine etwas kürzere, geführte Meditation mache, weil mir das immer ein bisschen einfacher fällt, aber ich werde dann ja nach so 10 Minuten den Rest der Stunde ungeführt meditieren und ja dabei einfach auf meine Atmung achten, möglichst präsent sein und werde versuchen, ja, wenn Gedanken kommen, die ja einfach weiterziehen zu lassen und nicht irgendwie zu sehr über irgendwas nachzugrübeln. Ich hatte heute schon einen relativ vollen Tag und möchte auch nach der Meditation noch ein paar Sachen erledigen. Und es stresst mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich jetzt so eine Stunde verliere. Aber ich hatte heute auch schon ein bisschen Kopfschmerzen und ja, vielleicht gehe ich ja sehr erfrischt aus dieser Meditation raus und bin danach nochmal ein bisschen produktiv. Stelle einen Timer für eine Stunde. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass es sehr hilfreich war am Anfang, eine kurze geführte Meditation zu haben, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Weil ich finde, wenn man so die Führung hat, fällt das Ganze deutlich einfacher. Und ja, die 50 Minuten danach, in denen ich alleine in Stille hier saß, waren auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder. Also da bin ich auf jeden Fall deutlich häufiger mit meinen Gedanken irgendwie abgeschweift. Fand es ein bisschen überraschend, wie viele verschiedene Phasen es während der Meditation gab, wie viele verschiedene Dinge passiert sind. Zum Beispiel hatte ich ja vorher ein bisschen Kopfschmerzen, die dann erst verschwunden sind, dann irgendwie kurz wiedergekommen sind und dann auch jetzt komplett verschwunden sind. Dann hatte ich irgendwie Phasen, in denen ich sehr ruhig, sehr entspannt war und Phasen, in denen ich irgendwie totalen Bewegungsdrang hatte. Und ja, irgendwie gab es Phasen, wo mir der Oberrücken wehgetan hat, der untere Rücken wehgetan hat, wo der Rücken gar nicht wehgetan hat, wo mir die Beine wehgetan haben, wo die eingeschlafen sind. Also wirklich irgendwie super viele verschiedene Empfindungen in einer Stunde, obwohl ich eigentlich nur rumgesessen bin. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Selbstexperiment jetzt im Verlauf der Woche so entwickelt, ob ich insgesamt produktiver, kreativer werde, entspannter werde und ja, mein Stress auch ein bisschen runtergeht. Ich werde jetzt meine zweite Meditation machen und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen müde, weil ich letzte Nacht nicht genug geschlafen habe und ich hätte jetzt sehr viel mehr Lust auf einen kleinen Nap, aber ja, vielleicht hilft mir die Meditation ja auch ein bisschen, neue Energie zu gewinnen und ein bisschen zu entspannen. Ich werde für die geführte Meditation, die ich am Anfang immer kurz mache, um reinzukommen, die App 7Mind benutzen. Die kennen einige von euch vielleicht, das ist nicht gesponsert oder so. Und ja, die habe ich mir ausgesucht, weil die ein Programm haben, bei dem man sich eine Premium-Subscription für ein Jahr holen kann. Und wenn man dann so einen gewissen Kurs absolviert, kann man sich von seiner Krankenkasse die Kosten für dieses Jahr der Premium-Subscription zurückerstatten lassen. Und genau, das mache ich gerade. Und ich denke, dass das auf jeden Fall eine ganz coole Aktion ist. Und vielleicht interessiert euch das ja auch oder hilft euch weiter. Meditation Nummer 2 ist geschafft. Und ich muss sagen, dass es auf jeden Fall mir heute ein bisschen einfacher gefallen ist, zur Ruhe zu kommen, mich zu entspannen. Aber dadurch, dass ich auch ein bisschen müde bin heute, hatte ich teilweise wirklich Probleme, irgendwie wach zu bleiben und irgendwie achtsam, aufmerksam bei meinem Atem zu bleiben und nicht einfach wegzunicken. Insgesamt hat mir die Meditation auf jeden Fall ganz gut getan und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich jetzt ganz gut konzentrieren könnte. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich noch einen kleinen Mittagsnap machen, bevor ich mich an meine nächsten Aufgaben mache. Es ist Tag 3 und ehrlich gesagt war ich bisher ein bisschen faul. Ich habe nur meine Webseite ein bisschen überarbeitet und bevor ich jetzt gleich meditiere, werde ich mir noch die Haare tönen. Ich hatte jetzt ja ganz lange Türkis und habe aber schon ganz lange nicht mehr nachgetönt, sondern habe eigentlich versucht, das rauszuwaschen und habe auch schon einen super langen Ansatz. Aber ich werde jetzt mal versuchen, da mit Lilac drüber zu gehen und hoffe, dass es dann das irgendwie überdeckt und es ganz okay aussieht.
Und ehrlich gesagt freue ich mich heute auch ein bisschen auf die Meditation und ja, ich glaube, heute ist so ein bisschen Self-Care-Time. Eine Stunde ist wirklich eine super lange Zeit und jetzt gerade war wirklich das erste Mal, dass die Meditation mir viel zu lang war. Wirklich nach der Hälfte, zwei Drittel, habe ich immer mal wieder die Augen aufgemacht und auch auf den Timer geguckt, weil ich irgendwie, ja, keine Lust mehr hatte und mir gewünscht habe, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht. Aber positiv kann ich berichten, dass ich jetzt nach dem dritten Tag auf jeden Fall relativ easy in die Meditation reinkomme und auch, dass mein Körperbewusstsein sich auf jeden Fall ein bisschen verbessert hat. Eine positive Sache ist mir aber auch noch aufgefallen und zwar hat mein Rücken heute deutlich weniger wehgetan als die ersten beiden Tage. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Körper sich jetzt langsam wieder daran gewöhnt, auch länger aufrecht zu sitzen. Ansonsten war ich es halt eher gewohnt, irgendwie zusammengesackt auf meinem Stuhl vorm PC zu sitzen. Ich denke, ja, das ist ein Problem, was viele Leute haben, dass wir nicht mehr so aufrecht irgendwie da sitzen. Aber ich hoffe mal, dass jetzt, wenn ich eine Woche das durchgezogen habe, dass sich vielleicht auch ein bisschen in meinen Alltag transportiert und meine Haltung sich da ein bisschen verbessert. Nötig hätte ich es auf jeden Fall. Heute an Tag 4 mache ich die Meditation etwas später als sonst. Wir haben jetzt gleich schon 21 Uhr und ich habe heute schon einiges gemacht. Ich habe einen Podcast aufgenommen und draußen Instagram-Bilder geschossen. Falls ihr mein Instagram oder meinen Podcast noch nicht kennt, könnt ihr das gerne auschecken. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, um den Tag so ein bisschen ausklingen zu lassen, werde ich auf 7Mind einen Meditationsintensivkurs machen. Und ja, den werde ich diesmal allerdings nicht im Sitzen machen, so wie die letzten Tage, sondern ich werde mich diesmal auf mein Bett legen dafür. Das machen alle Leute ein bisschen unterschiedlich. Manche Leute meditieren am liebsten im Sitzen, manche legen sich dafür gerne hin und manche setzen sich zum Beispiel auch auf den Stuhl oder lehnen sich irgendwo an. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal auf dem Bett ausprobieren, um verschiedene Haltungen durchzutesten. Und ich denke, ja, besonders um jetzt so ein bisschen runterzukommen, ist es auf jeden Fall eine ganz gute Wahl. Die Meditation gerade hat echt gut getan. Ich konnte ganz gut abschalten und ich hatte jetzt auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich irgendwie gleich einschlafe, weil ich habe ja auch eine geführte Meditation gemacht. Bedeutet, ich konnte dadurch auch ganz gut irgendwie präsent und aufmerksam bleiben. Und ich denke, dass ich auf jeden Fall in einer Stunde oder so, wenn ich ins Bett gehe, sehr gut einschlafen kann. Guten Morgen zu Tag 5 des Selbstexperiments. Heute gehe ich die Sache ein bisschen anders an. Und zwar werde ich heute nicht eine Stunde am Stück meditieren, sondern dreimal für 20 Minuten. Ich möchte einfach mal schauen, wie sich das so auf meinen Tag auswirkt. Und ich werde jetzt gleich die erste Session machen, bevor ich meine anderen Arbeiten angehe. Einmal werde ich eine Session machen, wenn ich eine Pause mache und einmal eine gegen Abend. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ja, wie sich das auf meinen Alltag auswirkt, ob ich dadurch produktiver, entspannter und gelassener bin und berichte euch dann, wie es gelaufen ist. Die Aufteilung der Meditation heute in drei Teile hat mir echt gut gefallen. Also die erste Meditation hat mir gut geholfen, irgendwie gelassen und konzentriert in meine Arbeit zu starten. Die zweite war eine ganz gute Pause und jetzt die dritte hat mir auch ganz gut geholfen, irgendwie meinen Arbeitstag abzuschließen und jetzt so ein bisschen, ja, runterzufahren. Ich werde jetzt mal schauen, falls die nächsten zwei Tage dabei meditieren nicht mehr so viel Neues passiert, gebe ich euch jetzt einfach eine kurze, ja, Montage von Samstag und Sonntag und danach gibt's mein Fazit und meine abschließenden Gedanken zum Selbstexperiment. Bis dann! Und geschafft! Zeit für ein kleines Fazit. Was hat mir die Meditation gebracht? Und würde ich es euch weiterempfehlen, eine Stunde am Tag zu meditieren? Also in der Zeit sind mir ein paar positive Effekte auf jeden Fall aufgefallen. Und zwar konnte ich mich nach der Meditation auf jeden Fall besser konzentrieren, mein Stress wurde etwas reduziert und ich hatte insgesamt in dieser Zeit eine intensivere Körperwahrnehmung. Hätte ich dafür eine ganze Stunde am Tag meditieren müssen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Meditation mal auszuprobieren. Ich möchte jetzt auch in der nächsten Zeit weiter meditieren, aber ich werde jetzt eher wieder kürzere Meditationen machen und auch die Meditations-App weiter benutzen. Ich denke einfach, Meditation ist eine super Möglichkeit, sich selbst was Gutes zu tun und vielleicht konnte ich dich ja mit dem Selbstexperiment auch ein bisschen motivieren, das Ganze mal auszuprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hier kommst du zur Playlist mit allen Selbstexperimenten und zu einem anderen coolen Video. Check auch gerne mal meinen Podcast aus und folge mir auf Instagram und TikTok. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du mich noch mehr supporten möchtest, schreib auf jeden Fall einen Kommentar für den Algorithmus.
mach heute besser als gestern und bis zum nächsten Video.